Charybdis ist die alles Verschlingende und wir fürchten sie mehr als Krtonsch. Denn sein Zorn ist fürchterlich, aber unübersehbar. Ihrer ist trügerisch. Blick auf den Ozean und du wirst nicht sagen können, was unter der Wasseroberfläche ist. So ist Charybdis und deshalb fürchten wir sie. Kzike, Schamanin der Ashala, zu Hilbert von Puspereiken, 1026 BF. 22. Praios, 1031 nach Bosporans Fall. Mittlerweile sind alle in Zorgan angekommen. Ihr habt mit den nötigen Kontakten von den Horasiern eine Schilfrune bekommen und sie mit dem Geld der Handelshäuser bezahlt. 20.000 Dukaten sind schnell ausgegeben. Und so braucht ihr neben Vorräten und mehr Waffen noch ein paar Söldner. Den ganzen gestrigen Tag habt ihr rekrutiert, mit Matrosen gesprochen und ausgesiebt. Jeder sollte sich in eine Liste eintragen, um angeheuert zu werden, doch ob ihr wirklich die richtigen habt, wird sich zeigen. Söldner habt ihr bereits genug, doch für die Masten und Segel braucht ihr noch erfahrene Männer und Frauen der See. So habt ihr heute einige Aufgaben vor euch. Was wollt ihr zuerst machen? Wir beginnen im Speisesaal eurer Villa in Zorgan und habt einen kräftigen Brei mit leckeren aranischen Früchten vor euch. Ihr hört von außerhalb ein lautes Scheppern und dann Jalan, wie er laut ruft, Boltax! Einige Momente später springt die Tür auf, Jalan stolpert herein. In der guten Hand hat er einen Schirrhaken, mit dem er wahlweise und etwas unbehelft nach seiner rechten Schulter stochert. Ihr seht, wie da ein fluffiges Etwas sich herumwindelt, auf seiner Schulter herumspringt und er versucht es nachher runterzustechen. Oh, lass das doch, lass das! Krieg deine Viecher in den Griff! Das ist nicht von mir. Schau doch mal, das ist etwas Elementares aus den Lüften. Ich bin deswegen, ja, hol es da runter! Oh, komm her, mein Kleiner. Ich weiß, wir kennen uns nicht so gut, aber ich will dir nichts tun. Auch wenn wir vom Element gegensätzlich sind. Erkenne an, dass du nicht gekommen bist, um Böses zu tun. Komm her. Das Wolkenwiesel windet sich von Jalan in deine Richtung, guckt dich erbost an und pustet dir mit aller Macht ins Ohr. Boltax! Oh, du musst ihm das Gleiche, du musst ihn auch einmal anpusten. Ja. Siehst du? Jetzt seid ihr quitt. Hey, das hat was. Sieh mal da. Ja, das ist meine Nachricht. Ja, und stell den Schirrhaken in, ich weiß nicht, in Gehstockständer hinter der Tür oder so. Gib mal her. Ja, bitte. Kümmere mich so lange um dieses kleine, süße Ding. Oh. Oh. Es ist viel niedlicher als ein Nuncio Volo. Ja, definitiv. Und wesentlich weniger bösartig. Oh, ich weiß. Was ist denn das für ein Krach hier? Was haben wir denn hier? Kein Siegel dran. Freund Jalan. Über 5 Jahre ist es nun her, dass sich unsere Wege auf Maraskan trennten. Viel wurde seitdem erreicht, Archen zerstört und Städte befreit. Mir ist nicht entgangen, welchen Anteil du und deine Gefährten daran hatten. Dafür gebührt dir großer Dank und ewiger Respekt. Für das, was der Verdarius widerfahren ist, möchte ich mein ehrliches Beileid aussprechen. Ist er doch schlussendlich als freier Mann gestorben. In den vergangenen Jahren war ich viel unterwegs, an der Front gegen die Eishexe. Es tut sich jedoch wenig, und als Einzelner konnte ich auch nichts ausrichten. Aber das Gebiet des ehemaligen Dapazien ist seit dem Zug des endlosen Heerwurms stark umkämpft. In eben jenem Gebiet habe ich viel Zeit verbracht, habe die alten Druiden-Heiligtümer besucht und Reinigungsrituale durchgeführt, mit mäßigem Erfolg. Seit Galotta das Unverzeihliche getan hat, ist der Landstrich im Verdorren. Die Arbeit von vielen Hainwächtern wird lange Jahre benötigen, bis es gereinigt ist. Aber es wird geschehen, Satinas Atem wird auch diesen Makel hin fortwehen. Doch am Horizont ziehen dunkle Wolken auf. Vor kurzem wurde ich Teil einer Mission, die eine schwere Kiste von Auralet nach Gareth bringen sollte. Von dieser Kiste ging, laut unserem elfischen Begleiter, ein unguter Hauch aus. Auralet und Elfen, was? Auf diesem Weg wurde eine tobalsche Söldnerin auffällig, die versuchte Zwietracht in unsere Reihen zu sehen und schließlich eine Nachricht abzusetzen. Dies wurde verhindert und sie der Ewigkeit übergeben. Tag darauf wurden wir angegriffen, von mindestens einem Paktierer der Herren der nachtblauen Tiefen. Der Angriff blieb erfolglos. Bei der Überquerung der Dergel allerdings wurden wir erneut angegriffen und dieses Mal waren es keine Menschen. Das Wesen durchbrach alle Verteidigungsmaßnahmen wie Seidenpapier. Keine Macht war ihm gewachsen.
Der bloße Anblick trieb die meisten meiner Gefährten dazu, sich in den unwassergeschwärzten Dergel zu stürzen. Die Kiste wurde zerdrückt und die Kreatur begann zu fluchen, denn offenbar waren die Originaltexte der Niobara und drei rohalsche Gefäße darin und nicht sein Ziel, denn offenbar hat es nach Yamash Akvan gesucht. Unser gesamter Transport war offenbar eine groß angelegte Täuschungsaktion, die ich den Herren von Auralit nicht zutraute. Der Name dieser Kreatur war Murudal. Dass es mächtig genug war, den grauen Mann vom Ochsenwasser zu überwinden, selbst im Sinnetempel von Gareth wird der Name Murudal kein einziges Mal erwähnt. Weder dort, auch bei der Weißen Gilde, noch beim Zirkel. Nichts. Nachdem ich diesen Brief vollendet habe, werde ich nach Rakonia zurückkehren. Die Mentenekel und Inschriften der Festung sind die ältesten Aufzeichnungen, die existieren. Vielleicht kann ich dort etwas herausfinden. Was auch immer es war, seine Macht sprengt alles, was ich jemals erlebt habe. Und es ist wütend und steht mit ihr im Bunde. Muss es. Irgendwie. Geister flüstern davon aus der Tiefe. Irgendetwas steht bevor. Ich schreibe dir dies alles, weil du schon mehrfach vor unlösbaren Aufgaben standest und sie gemeistert hast. Die Leute nennen euch nur noch die Helden. Manche hier in Gareth vergleichen euch gar mit den Gezeichneten. Die Hoffnungen des Volkes liegen auf euren Schultern. Beschützt diese Welt, denn wir haben nur diese eine. Mögen Fexens Sterne über euch wachen, so wie sie über meine Vorfahren wachten. Der Segen des Lichtvogels sei mit euch. Dein Freund und ergebener Diener, Kasim Ibn Maldan. Nachtrag. Das Wolkenwiesel, das diesen Brief überbringt, kann ein wenig anhänglich sein. Gib ihm Zuckerwatte und es verschwindet. Das ist ungut. Zuckerwatte. Das spielt doch jetzt keine Rolle. Habt ihr gehört? Etwas? Das sind üble Neuigkeiten. Wer ist dieser Kasim? Ein Druidenfreund von euch? Ein Magier, ein Eismagier aus... Und er hat sie hier geschrieben aus Draconia. Ich bin nicht ganz sicher, wo das ist. Irgendwo in den Ptolemidenlanden. Ah, ich weiß, wo Draconia ist. Im Raschthulswall. Genau. War ein etwas zurückgehaltener, aber recht fähiger Mann. Wir haben uns auf Maraskan getrennt. Nun, das Problem ist das folgende. Wenn etwas mächtig genug ist, den grauen Mann zu überwinden, der wiederum den schwarzen Drachen in die Tiefe reißen konnte und uns maßgeblich zur gewonnenen Schlacht über ihn verholfen hat, dann ist das sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist das schwarze Schwert verloren? Die hatten es ja offenbar nicht bei sich, aber wurde der andere Trupp auch angegriffen? Das steht hier nicht. Wir könnten versuchen, einen Brief nach Gareth zu senden, um das herauszufinden. Von Auralet. Ich denke nicht, dass sie so einen Sinnetempel geschickt hätten, eher nach in die feste Koschkau. Vielleicht wirst du Angenbruch mehr, aber von dem habe ich noch nichts gehört. Was mich mehr wundert, ist dieser Murudal. Ist das ein Dämon? Ein schwarzer Fingernagel schiebt sich in dein Ohr und du spürst, wie etwas dein Gehirn durchwühlt. Ja! Habemir! Was denn? Ja, dann dreht sich um zu Habemir, der ja gerade hinter uns angekommen war. Was? Warst du das? Nein, natürlich nicht. Das Wolkenwiesel ist doch weg. Ja, das Wolkenwiesel habe ich. Ja. Was war dann? Ich bin nicht sicher. Mir scheint gar so, als... Es muss wahrhaftig ein Dämon sein, wenn die Erwähnung seines Namens seltsame Dinge auslöst. Nun, habt ihr schon jemals davon gehört? Aber ihr seid doch bewandert. Nun, vielleicht wisst ihr mehr, als ein Graumager herausfinden könnte. Ich habe den Namen noch nie gehört, nein. Man müsste die Bibliotheken studieren, aber ich denke, Zaugern müssten dafür nicht die geeignete Wahl. Habt ihr vielleicht einen Freund im Süden bei eurer Gilde? Ihr wisst schon, die kennen sich doch aus. Es gibt einige, von denen ich zutrauen würde, etwas in Erfahrung bringen zu können, aber das wird eine Weile dauern. Vielleicht die Alanfanaron? Aber nein, Al-Anfa ist eine sehr praktisch ausgerichtete Akademie. Und ich dachte mir eher an die Spektabilität zu Brabak. Die Schuld mir eingefallen. Eine exzellente Wahl. Sollten wir eine solche Nachfrage wirklich allerdings auf Papier bannen? Nein, wir sollten Ben persönlich auftauchen. Wie gesagt, es wird eine Weile dauern. Mir behagt diese Situation ganz und gar nicht.
Wenn irgendetwas hinter dem schwarzen Schwert her ist, könnten wir vor Schwierigkeiten stehen. Wenn dieses Wesen so mächtig ist, wie es beschrieben wurde, dass es wie nichts durch ihre Verteidigungslinien gebrochen ist. Und ich weiß, Magier, die am Konzil arbeiten und wirken, sind wirklich fähige Leute. Dann ist das etwas, das uns zutiefst besorgen sollte. Ich weiß nicht. Vielleicht steckt Hafax dahinter. Ja, aber das ist doch wieder so etwas. Da können wir jetzt erstmal wenig tun. Wir müssen erstmal schauen, ob das Schwert überhaupt weg ist. Und dann fragen wir einen von Abelmirs guten Freunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine kluge Idee ist, nachzufragen, wo das Schwert ist. Wenn wir es nicht wissen, weiß der Gegner wahrscheinlich auch nicht. Wir müssen nicht wissen, wo es ist, aber es wäre gut zu wissen, dass es sicher ist. Aber, ja, das wäre doch ein Anfang. Jalan, du hast doch da gute Kontakte. Ich werde versuchen, ein weiteres Schreiben an Angenbruch aufzusetzen und wenn dies nichts bringt, wohl in den bitteren Apfel beißen und dann sein Palingan. Aber weil ihr gerade Hafax erwähntet, hat einer von euch in Ilsur noch mit Uktan gesprochen? Oder wart ihr zu beschäftigt? Nö, über nichts Relevantes. Wieso? Er hat mich ja nach Zorgan gebracht und, naja, neben einer Reihe von zweideutigen, naja, eigentlich sehr eindeutigen Angeboten, ließ er mich wissen, warum er so spät kam. Und gut, lassen wir den Teil mit dem Riesenkraken. Ich denke, das können wir streichen. Aber ich denke, der Teil, den wir ernst nehmen sollten, ist wohl, dass sich die Goldmorgen-Tarantel offenbar mit der Plagenbringer getroffen hat. Ich vermute, dass seine Kapitänin, nicht wahr? Dass sie Xeran noch so vor seinem Tod für Paligan verraten hat. Das ist der Grund, warum ich vermute, dass Hafax dahinter stecken könnte. Das Schwert würde ihm ein gewisses Maß an Kontrolle über die Archen zurückgeben. Einige jedenfalls. Und sollte Darian Paligan sich ihm wirklich bemächtigen können, wenn Gnade uns erfährt. Ich befürchte, dass er inzwischen die Goldmorgen-Tarantel zu seiner Flotte zählen kann. Ich hätte ja gehofft, dass sie in Mendena bliebe, aber... Wir hätten sie vernichten sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Wir waren leider ein bisschen beschäftigt damit, euch zu retten. Ich wollte es gerade sagen. Ihr habt uns ja nicht wirklich Zeit gekauft, im Gegenteil. Nun, auch die bestgelegten Pläne gehen nun einmal schief. Naja, es war aber keiner der bestgelegten Pläne. Bist du wohl still? Kümmer dich. Was ist Zuckerwatte? Hol welche. Naja, Zuckerwatte ist ein bisschen wie Wolken. Man essen kann. Sehr süß. Ja, komm, mein Kleines, wir gehen auf den Markt, ein bisschen Zuckerwatte kaufen. Ui. Ja, Rafim, willst du mitkommen? Zuckerwatte ist wunderbar. Ja, ist das aus einem guten tierischen Produkt produziert? Aus Zucker, nur aus Zucker. Dann klingt das sehr schrecklich, aber ich danke fürs Angebot. Möchte noch jemand ein bisschen Elefantenfleisch? Ja, warum nicht? Lass dir nicht zu viel Zeit, Boltax, wir müssen bald am Hafen sein. Na gut. Ich habe Zeit. Immer so hektisch, diese Großlinge. Immer so hektisch. Jalan, wie hart kann ich eigentlich deine Bekannten da rannehmen heute? Diese Mittelreiche, da sind Söldner da. Und sie sind fähig, du musst nicht. Ich denke, du musst dich nicht mit jedem Einzelnen duellieren, aber mach mir bitte keine kaputt, ja? Ja, ich dachte so ein bisschen Formationslauf, mal ein bisschen anschauen, wie sie so stehen. Ich will die ja nie, umbringen. Ich meine ja nur, denk daran, dass es keine Trollzacker sind. Die schneiden sich nicht zum Spaß selbst. Und sie haben auch keinen Spaß, wenn du sie schneidest. Das ist enttäuschend. Nun gut, sehen wir zu, dass wir auf den Weg kommen. Braucht noch jemand etwas? Ach ja, scheiße. Poltax hat ja gesagt, er hat diesen einen Riesen da angeheuert, der da hinten in dem... da rumläuft. Soll ich den auch prüfen oder nehmen wir den einfach mit? Den Knüppler? Ja. Poltax ist weg, oder? Ich wollte euch die ganze Zeit schon fragen, was ist das für ein seltsamer Typ, den er uns da angeschleppt hat? Ja, der ist riesengroß und ich würde ihm...
Also letztes Mal hat er noch eine... Also mit dem Gesetz hat das nicht so, also zumindest nicht, wenn du Sachen hast, die er haben willst. Er ist ein ganz gewöhnlicher Straßenräuber. Nun, wenn er auftaucht, sieh ihn dir an und vielleicht kriegen wir sie billig. Ja, die Frage ist, möchtet ihr den mitnehmen? Also ich meine, ich kann den in Linie halten, das ist kein Problem. Denke nicht, dass welche Schlägertruppe auch immer er mitbringen wird, sonderlich fähig ist. Aber vielleicht lassen wir uns ja überraschen. Unra hat schon die seltsamsten gesegnet. Also, ja, ist richtig. Aber mir, wo Boltax gerade nicht hier ist, du wirst doch dabei sein, wenn er sich die Magier anguckt, richtig? Ich denke schon. Boltax versteht das nicht, aber euch kann ich das erklären. Wenn ihr der netten Dame aus Al-Anfa an die Karre pisst, werden wir alle nachts zerstochen. Das würde ich gerne vermeiden. Kriegen wir das hin? Nun, ich denke, wir können mit einer gewissen Langmut diese Situation betrachten. Die Frau wird schwerfähig sein, aber die Frau wird auch sehr ungerne beleidigt, nehme ich an. Und Boltax ist ein lebenswerter Junge, aber mit der Höflichkeit hat er das nicht. Nun, vielleicht sollte ich sie prüfen. Ja, oder vielleicht erklärst du ihr nochmal, dass Zwerge manchmal Dinge gar nicht so meinen, wie sie sagen. Damit sie nicht nach Hause schreibt und wir alle von der Hand Bohrern zerstochen werden. Nun, denke nicht, aber ich werde mit ihr reden. Gut. Braucht ihr sonst noch was von mir, weil sonst würde ich loslaufen und die Männer ein bisschen zusammenpfeifen. Oh, ich habe da so selten Gelegenheit zu, ich freue mich schon richtig. Nein. Aber wir werden nachher eine Rundfahrt durch die Bucht machen. Wenn du mitkommen willst, sei bis dahin am Hafen. Ihr könntet mir schon mal helfen, ein paar Dinge zu tragen. Ich habe einiges eingekauft für unseren Kapellenraum. Wie viele Dinge habt ihr eingekauft? 4 Truhenschreine, einen Gong, eine große Holzschale, einige Bildrollen, aber die kann ich selbst tragen, und eine große Menge Kissen. Ja, ich schicke euch 10 Trollzacker mit, die sollen das tragen. Ihr werdet keinen Gong auf mein Schiff Vielen bringen. Dank. Wieso? Ein Gong ist sehr nützlich. Auf einem Schiff hat man eine Glocke und keinen Gong. Wir sind hier nicht auf... Gut, wir sind in Zorgan, aber trotzdem. Sag mal, Jalan, ich dachte, so wie ich die Briefe verstanden habe, die ihr neulich gelesen hattet, ist jetzt Abel mir der Kapitän. Wieso dein Schiff? Ja, sehr richtig. Kapitän Abelmir. Außerdem hat Zulamin genauso viele Briefe geschrieben wie du. Und wieso jetzt dein Schiff? Muss ich nicht eine Nase ausbessern? Ich habe in den letzten paar Jahren ein bisschen was gelernt, als ich in Zorgan war. Also, wenn wir in Zorgan sind, hier ist Matriarchat, dann müsste eigentlich Zulamin die Kapitana sein, also noch bevor dir. Ja, Boltax. Du hast ja gar nichts zu melden. Und wir fahren aber nicht unter Zorganer Autorität. Nun, ich gebe zwar gerne Befehle, aber die Seefahrtsdinge überlasse ich auch gerne euch. Aber wenn ihr so an dieser Schiffsglocke hängt, müssen wir sie ja nicht ersetzen. Ich denke, das ist kein Entweder-Oder. Ach, tut doch, was ihr wollt. Stellt sie wenigstens in der Kapelle auf. Das könnte ein wenig eng sein. Aber wir werden sehen. Ja, ich würde mich mal zu Abelmir rüberbeugen. Seine Frau färbt auf ihn ab, nicht wahr? Ich fürchte, ja. Ich möchte Abelmir dann am Ärmel packen und ihn mitziehen. Abelmir, wir müssen reden. Gerne. Wir gehen jetzt mal einmal weiter. Abelmir. Wir wissen beide. Genauso gut, ihr wisst genauso gut wie ich, dass du nicht in der Lage bist, ein Schiff zu führen. In der Tat. Es war auch nicht meine Idee, dieses Schiff zu führen. Es wurde mir oktroyiert, könnte man fast sagen. Deshalb werdet ihr mein erster Offizier. Was der Horas nicht weiß, macht den Horas nicht heiß. Du führst die Logbücher und machst das alles und lässt mich draußen in Ruhe arbeiten, ja? Nun, ihr könnt das Schiff führen, wie ihr wollt. Ihr seid der erste Offizier. Und das Letzte, was wir beide brauchen können, ist, dass wir uns dauernd gegenseitig widersprechen vor der Mannschaft. Dann solltet ihr mich aber auch Kapitän nennen. Garland, guckt einen Moment lang, bitte. Zum Schein, ihr wisst, vor der Mannschaft. Unter anderen Bedingungen. Ich behalte den Hut. Ist mir völlig egal, welche Kopfbedeckung ihr tragt. Abgemacht. Gib die Hand.
Und schüttelt sie, wahrscheinlich etwas seltsam, weil er mir nicht linkshändig schütteln gewohnt ist. Nun gut, machen wir uns auf den Weg. So brecht ihr vom Frühstück auf. Zulamin lässt sich von Rafim einige Trollzacker geben, die dann mit viel lautem Murren viel zu schwere Decken, schwer sind sie eigentlich nicht, aber unhandlich, sodass sie dann jeder mit 10 Kissen bewaffnet durch das Zorganer Südviertel laufen in Richtung des Hafens und sie von vielen Seiten merkwürdig angesehen werden. Sie ich murren weiß, und ihr brummeln. Seid nicht so, ich weiß, ihr seid nicht so verweichlicht, aber... Hat nichts mit verweichlicht zu tun. Wir tun das, was König sagt. Das ist gut so. Kissen sind nicht Treuzack. Sind ja auch nicht für euch. Gut. Ist das eine Übung? Ja, er testet euren Gehorsam. König sein, so merkwürdig. Aber solange er stärker als Drak, Herr König. Drak trainiert. Das kann ich mir vorstellen. Ja, so kannst du nach ungefähr 10 Minuten im Hafen eintreffen und über die Planken in Richtung der... Wie heißt euer Schiff? Du kannst sehen, dass es mittlerweile angebracht wird. Der mondsilberne Drachentöter. Oh, da seid ihr ja endlich. Oh. Voltax steht da mit 2 großen Zuckerwatte. Oh. Auf dem Bazar gibt es so viel Leckeres. Ich habe auch gebrannte Mandeln gekauft. Und, ist das Flauschige etwas glücklich? Ja, es hat sich schon längst wieder aufgelöst. Luft und Liebe. Also mehr in Luft als in Liebe. Oh. Ah, lecker. Wollt ihr auch? Gerne. Ja, dann würde ich zu Lamin eine der beiden Tüten reichen, in der Zuckerwatte und gebrannte Mandeln sind. Ihr habt aber ziemlich viele Kissen dabei. Es soll ja auch gemütlich werden auf unserem Schiff. Ich habe schon eine Steinplatte in meine Kajüte verlegen lassen. Gonnach hat sich extra darum gekümmert. Guter Stein zum Schlafen. Gonnach sagen, dass Steinplatte mehr Trollzack als Kissen. Genau. Naja, Boltax gehört ja auch zu eurem Stamm. Boltax ein Schamane. Und das ist richtig. Und ich merke gerade, wie ich mich hier verquatsche. Ich muss doch die Prüfung vorbereiten. Also so als Schamane und erster Bordmagier. Du entschuldigst mich, Zulamin. Ich bin... Natürlich, ich sollte mich auch um die Geweihten kümmern. Stellt die Truhen bitte dahin und die Kissen kann ich dann selber reintragen. Und ich weise sie dann an, die so im Flur da vor der im Kapellenraum abzuladen. Ja, kannst du dann das selber einrichten. Die schweren Gegenstände sind auf alle Fälle kurz davor abgelegt, auch wenn der Flur jetzt ein bisschen voll wird von deinem Schiff. Derweil bei Abelmir, was hast du vor? Ja, ich würde wie gesagt erstmal zu Boltax stoßen und mal gucken, wie ihr diese Magierprüfung organisieren will. Ja, der hatte sich gerade von Zulamin verabschiedet, konntest du noch sehen, wie sie sich kurz ein paar Worte gewechselt haben und tritt dann von dem Steg zurück in deine Richtung. So, Abelmir, wunderbar, da bist du ja schon. Dann können wir die ganze Sache auch sinnvoll angehen. Boltax, die klebt etwas Weißes in deinem Bart. Oh, das ist Zuckerwatte, magst du? Ich würde ihm das Stück reichen. Nein. Doch, ja, das ist sehr lecker. Nicht aus eurem Bart, vielen Dank. Na gut, mögt ihr etwas aus der Tüte? Wie könnt ihr sowas essen? Obwohl ihr so viel esst, wird ihr immer dünner. Das ist nicht wahr. Ich habe meine Topfigur wieder erreicht. Das hat sogar Angrosch Mina gesagt. Ich sehe prächtiger aus denn je. Ihre Worte, nicht meine. Aber das tut doch jetzt auch nichts zur Sache. Jedenfalls zu den Prüfungen. Ich hatte mir das folgendermaßen vorgestellt. Wir brauchen ja 3 Bordmagier, also werde ich 3 Prüfungen vornehmen. Eine Prüfung des Blitzes, eine Prüfung der Hast und eine Prüfung der Schelle. Das soll die individuellen Fähigkeiten der Magier testen. Derjenige oder diejenige, die am besten bei jeder Prüfung abschneidet, erhält jeweils einen Platz bei uns als Bordmagier. Ihr dürft selbstverständlich bestimmen, welchen Platz wer bekommt. Also, ob das jetzt der erste, der zweite oder der dritte Bordmagier ist. Vielleicht sollten wir das gemeinsam bestimmen.
Was ich noch sagen wollte, Rafim riet mir, dass ihr etwas nun ja umgänglicher mit der alanfanischen Magierin umgehen sollt. Sie ist anscheinend eine enge Freundin von ihm. Oh, ach so. Na gut, dann spreche ich sie auf Eisbären und so etwas an. Das mögen die Alanfaner ja. Nun, ich dachte mir, ihr seid ein etwas, nun ja, freundlicher zu ihr und nicht ganz so direkt wie ihr. Ich bin auch freundlich. Ich bin auch freundlich zu euch. Soll ich ihr Zuckerwatte anbieten? Nein. Seid einfach freundlich und... Aber wann bin ich das denn nicht? Okay, ich gebe zu, mit Jalans Frau, da war ich nicht unbedingt freundlich, aber die ist ja auch unglaublich nervig. Sag mich so, wie will ich. Du weißt, dass Jalan neben dir steht, weil er gerade mit Abel mir gekommen ist, ja? Ja. Okay. Gut. Nun, vielleicht sollte ich vielleicht diese Prüfung mit dir sprechen. Selbstverständlich, du bist der Kapitän, du kannst so viel sprechen mit ihr, wie du möchtest. Ja. Die Prüfung muss sie aber trotzdem machen. Natürlich. Das Resultat bleibt natürlich geheim. Ja, nur gut. Also, bei der zweiten und der dritten Prüfung ist das schwer mit dem geheimen Resultat, weil, naja, das wirst du dann sehen. Aber wenn du unbedingt willst, kann ich dafür sorgen, dass sie die erste Prüfung als beste besteht. Es wäre hilfreich. Aber ich glaube, dass sie auch bei der zweiten oder der dritten Prüfung gute Chancen hätte. Nun ja, sie tritt gegen eine Erzmagierin an. Wer? Magister Kurab. Na und? Die muss genauso geprüft werden wie alle anderen auch. Nun, ich denke, es wird nicht schwer sein für sie, diese Prüfung zu bestehen. Ah, wartet es ab. Meine Prüfungen haben es in sich. Nun ja. Wo wollt ihr diese Prüfung durchführen? Auf dem Schiff? Die erste Prüfung findet hier direkt am Kai statt, die zweite und die dritte Prüfung in der Stadt. Gewissermaßen. Aber das ist alles Charakter der Prüfung selbst.